Aber nein, dieser Bomberkopf war wohl schon wirklich ein Feld drüber. Och Mist. Na gut. Auf ein neues. So. Rot. Die Bombe lege ich dahin. Dann wird das hochgebaut. Macht nix. Muss sowieso hier überlegen, wie ich das jetzt mache. Gut, die kann ich wegsprengen. Die taugt eh nichts. So, gut. Oh Gott, jetzt habe ich schon mal hier eine Menge Bomben. Das heißt, ich muss hier erstmal wieder ein kleines Türmchen bauen, sonst habe ich das Problem, dass ich alle Bomben wegsprengen muss. Das will ich aber noch nicht. Das will ich erst machen, wenn der Notfall eintritt. Ihr wisst schon, welchen Notfall ich meine. Und zwar der Notfall. Oh Gott, oh Gott, ah! Und zwar der Notfall, dass hier wirklich eins nach dem anderen weggesprengt wird von meinem Gegner hier auf der anderen Seite. So. Perfekt. So macht man das heutzutage. So, jetzt brauche ich nur noch die Riesenbombe. Die ich hoffentlich auch noch kriege. Hoffentlich noch bevor ich hier krepiere. Gut. Okay. So, jetzt kann ich ja auch noch ein bisschen was in die Luft sprengen. Und etwa so. Ach, verdammt. Na toll. Aber meine Strategie geht trotzdem nicht ganz auf irgendwie. Ich meine, ich bin hier ganz oben. Und der Kompi, ja, ist voll weit unten. Er hat voll den Vorteil. Ich habe schon fast verloren. Na toll. Nee, wie soll ich das denn noch retten? So ein Dreck. Ach, er kriegt es immer hin, sich zu retten. Ich fasse es nicht. Boah, dieser Gegner ist echt heftig. Ich glaube, wenn ich es jetzt nicht schaffe, lasse ich mir was. Dann mache ich das anders. Dann schneide ich das wieder, bis ich ihn besiegt habe. Weil das dauert dann doch recht lange. Und ich will euch echt nicht auf Dauer denselben Gegner hier antun. Das ist dann wirklich schon ziemlich krass. Naja. Okay, so. Gut. Blau. Grün. So, gut. Schwarz und blau. So. Ach, verdammt, nee. Schade, ich wollte eine Zweierkette versuchen. Hier baue ich eine Treppe. Okay. Rot. Gut, machen wir die blauen erstmal hier so. Gut, ich habe eine Bombe, aber ich will noch nicht alles wegsprengen hier. So. Okay, da haben wir noch ein paar weiße und roten. Ach scheiße, ich wollte eine Treppe bauen. Grün. Okay, perfekte Zweierkette. Nein, 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 nein. Zu früh! Okay, ich hab's noch gerettet. Wow! Gut, jetzt brauche ich nur noch die Riesenbombe. Komm schon, komm schon, das schaffe ich, das schaffe ich. Das schaffe ich noch. Jetzt muss ich mich beeilen. Zack! Und? Ja, ich hab ihn besiegt! Meine Strategie ist aufgegangen. Juhu! Ah, das macht mich doch schon wieder ein bisschen glücklich, ja. Gut, das mache ich bei dem nächsten Gegner auch. Bei dem Gespenst. Ich glaube, das soll ein Gespenst darstellen. Yeah. Nein, nicht der Ninja. Ninja Bomber. Warum muss der jetzt kommen? Okay, jetzt darf ich gegen den Ninja Bomber spielen. Jetzt werde ich dieselbe Strategie anwenden. Weil die Strategie wird gegen den auf jeden Fall hoffentlich auch helfen. Oh Gott. Schwarz. Ach Mann. Ja gut, Zweierkette. Ach nein, ich wollte die Bombe noch nicht. Okay, Glück gehabt. So, gut. Jetzt muss ich mir hier wirklich was Gutes aufbauen. Hier sollte ich die Bombe dahin platzieren. Da noch ein Türmchen bauen. Gut. Ja, ich muss das jetzt wirklich gut durchdenken hier. Ach Scheiße. Nein, noch nicht in der Luft sprengen. Ich muss warten, bis er die Mega-Explosion machen will. Weil erst dann schlage ich richtig zu. Aber gut, dass mir da so eine gute Strategie einfiel. Ich glaube, sonst hätte das noch wahrscheinlich gedauert, bis ich den besiegt hätte. Okay, jetzt scheint er böse zu werden. Das ändern wir mal. Geht nicht anders. So, okay. Yay, geil. Komm, gib mir eine Bombe. Bombe, 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 Bombe. Schnell. Nein. Nein, noch nicht besiegen. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Oh Gott sei Dank. Okay, ist mir egal, ob die jetzt schneller runterfallen. So. Okay, ich habe besiegt. Komm, bitte, bitte, bitte.
Yes, auf Anhieb! Ich hab Ninja Bomber besiegt! Ist das geil! Ist das geil! Boah, damit hätte ich nie gerechnet, auf Anhieb! Die Strategie ist bombenfest, Leute! Puh, herrlich, geil! Geil, Leute, ich bin gerade echt happy! Okay, jetzt nur noch den Geistbomber. Wenn da die Strategie auch noch klappt, dann ist das wunderbar. Wow. Ist das geil. Aber der Bomberman, der passte perfekt in diesem Land, weil Ninjas sind ja dafür bekannt. Ja, Japan, ne? Und deswegen denke ich mir auch, dass der auch Japan vertreten soll. Also zwei japanische Vertreter. Ja, weil ich bin ja gerade in Japan und da müssen wir ja noch gegen einen Japaner antreten. Gegen einen Karaoke-Sänger. Und, boah, wie geil. Euphorie. Boah, damit hätte ich echt nie gerechnet, ey. Das könnt ihr mir glauben. Dass das echt klappt auf Anhieb. Okay, jetzt will ich noch nichts hier in der Luft sprengen. Nein, noch nicht die Bomben. Okay, weiß. So, jetzt will ich den schwarzen. Ne, das mache ich so. Habe ich eine Vierer. Ist auf jeden Fall wesentlich besser. Mit Dreier Feuerkraft. Gut, baue ich da noch den Turm weiter. So, dann mache ich das so. Okay, jetzt sollte ich hier mich... Nein! So doch nicht. Okay, schnell. Na, so auch nicht. Okay, das war jetzt zu hektisch. Scheiße. Das war zu hektisch. Das hätte ich anders machen sollen, ey. Naja. War schon irgendwie klar, dass ich es bei denen nicht mehr auf Anhieb schaffe, aber immerhin habe ich Ninja Bomber besiegt, also... Das ist auf jeden Fall schon was wert. Das heißt, die Bosskämpfe sind auf jeden Fall etwas leichter als die normalen Kämpfe, kommen mir irgendwie so vor. Naja, mal schauen, wie ich mich bei den anderen schlage. So. So, hier baue ich nochmal ein Türmchen. Zumindest so, dass ich dann wenigstens etwas habe, wo sich die Bombe ausexplodieren kann. Okay. Die weißen mache ich da ein. Okay. So. Gut, jetzt muss ich erstmal hier wieder gucken. Ich muss hier... ich darf mich nicht verbauen. Nein, das wäre eine Schande. Eine große Schande. Wow. Komm schon, gib mir... Jetzt gib mir eine Bombe. Okay, da ist sie. So. Gut, keine Kette, verdammt. Na, Mensch, scheiße. Panik. Ja, falls ihr euch wundert, warum das Spiel Panic Bomber heißt, ich glaube, es hat sowieso viel damit zu tun, weil hier so ein panischer Modus entsteht, wenn man kurz vorm Verlieren ist. Nein! Ich hatte die Riesenbombe noch nicht mal. Na gut, die Gegner werden jetzt natürlich auch noch etwas härter, dadurch, dass ich halt noch ein Level aufgestiegen bin. Das heißt, ich muss das Ganze jetzt ein bisschen schneller machen, damit ich umso schneller die Riesenbombe bekomme. Und somit dann umso schneller besser gegen ihn ankommen kann. Okay. Ah. Da haben wir noch den schwarzen. Gut. Okay. Ah ne, das will ich noch nicht machen. Das gehört zu der Strategie. Weil, wie ich merke, wenn man halt mehr Bomben hintereinander zerstört, gibt das auf jeden Fall mehr, ja, mehr Müll für den Gegner, wie man so schön sagt. Okay. So, diese Bombe machen wir so. Dann mache ich die grün hier, einen Vierer. Es gibt zwei Bomben. Okay. 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 Oh Mann. Ich weiß gerade nicht mal, was ich großartig noch sagen kann hier in diesem Match. In diesem... Ah. Das ist hoch genug. Ich wollte noch nicht hoch hinaus. Und das rechne ich in einem Bomberman-Puzzle-Spiel. Okay, ja, er hat schon mal die Riesenbombe, gut. Ah, scheiße. Scheiße. Ja, toll. Das wird jetzt schwierig zu retten. Wenn ich jetzt nicht die Riesenbombe bekomme, dann war's das, ja. Okay, verdammt. Ah, bei ihm sieht's auch voll aus, ey. Oh Gott, aber er hat immerhin so eine schöne... Ja, er hat das immerhin schöner aufgebaut. Schöner als ich.